Ich gab vor, aus einem Land zu kommen, was es nicht gibt, und dachte mir sogar eine eigene Sprache aus. Ich bin der wohl bekannteste Betrüger des 18. Jahrhunderts. Geboren wurde ich um das Jahr 1688 in einem unbekannten Ort in Frankreich. Mein wahrer Name bleibt ein Mysterium, denn Psalmanazar ist ein Pseudonym, das ich mir selbst gegeben habe. Von klein auf war ich ein hochintelligenter und neugieriger junger Mann, und ich war fasziniert von fremden Kulturen und Sprachen. Doch mein Drang nach Abenteuer und Ruhm führte mich auf einen dunklen Pfad. Als junger Mann verließ ich mein Zuhause und begab mich auf eine Reise durch Europa. Um zu überleben, begann ich, meine Identität zu verfälschen und mich als Japaner oder Chinese auszugeben. Doch das war nur der Anfang meiner Täuschungen. Im Jahr 1725 zog es mich nach London, wo ich eine meiner größten und kühnsten Täuschungen inszenierte. Ich sei ein Heide aus Formosa, dem heutigen Taiwan, und hätte meine Heimat verlassen, um das Christentum zu erforschen. Mit meiner exotischen Erscheinung, meiner erfundenen Sprache und den detailreichen Schilderungen der Bräuche und Traditionen meines angeblichen Heimatlandes faszinierte ich die Londoner Gesellschaft. Ich wurde ein Phänomen und gab zahlreiche Interviews, in denen ich von meiner Heimat und ihrer Kultur berichtete. Diese Geschichten waren natürlich frei erfunden, doch meine Erzählungen waren so detailliert und überzeugend, dass kaum jemand Zweifel an meiner Authentizität hegte. Mein größter Coup war die Veröffentlichung eines Buches mit dem Titel An Historical and Geographical Description of Formosa. In diesem Werk beschrieb ich eingehend die Kultur, Sprache, Religion und Geschichte der Formosa. Das Buch wurde ein Bestseller und verhalf mir zu weiterer Anerkennung und Bewunderung. Doch trotz meines Erfolgs begann ich, die Last meiner Lügen zu spüren. Ich war ständig in Angst, enttarnt zu werden, und das machte mich krank. Doch anstatt meine Täuschungen zu beenden, trieb ich mein Spiel noch weiter. Im Jahr 1726 konvertierte ich zum Christentum und gab vor, ein bekehrter Heide aus Formosa zu sein. Dies verlieh meiner Geschichte mehr Glaubwürdigkeit und machte mich in religiösen Kreisen zu einer Berühmtheit. Meine Popularität wuchs und ich wurde zu einem gefragten Redner bei kirchlichen Veranstaltungen. Doch mit der wachsenden Bekanntheit stieg auch der Druck, meine Täuschung aufrechtzuerhalten. Ich musste ständig darauf achten, meine Geschichten konsistent zu halten, um keine Zweifel an meiner Glaubwürdigkeit aufkommen zu lassen. Doch wie bei jeder Lüge kam auch meine Wahrheit schließlich ans Licht. Im Laufe der Zeit begannen einige, meine Geschichte zu hinterfragen, und schließlich gestand ich meine Täuschungen ein. Doch anstatt mich zu verachten, verziehen mir viele und bewunderten mich sogar für meine Intelligenz und Kreativität. Meine Geschichte ist eine Mahnung an uns alle, dass Lügen und Betrug uns zwar kurzfristigen Erfolg und Ruhm bringen können, doch langfristig werden sie uns nur Unglück und Schmerz bringen. Ich hoffe, dass Sie durch meine Geschichte etwas über die Konsequenzen von Täuschungen und die Bedeutung von Ehrlichkeit lernen können.